Anlass unseres Hierseins eine sehr traurige und bewegende Ursache hat, so bin ich sehr freudig und vor allem überrascht, euch alle in dieser Menge hier zu sehen. Meinen gemeinsamen Bekannten, einen guten Freund, ja, auch einen treuen Lebensbegleiter auf seine letzte Reise zu schicken und ihn hier für uns alle noch einmal geistig vor Augen stehen zu lassen. Am heutigen Tag dürfen wir also etwas sehr Trauriges, aber auch sehr Einzigartiges erleben, denn diese Art einer Würdigung für einen von uns gegangenen Menschen, einen Mitstreiter im Geist für so manchen Teilnehmer unter uns, ist wahrscheinlich deutschlandweit sehr selten da gewesen oder überhaupt vielleicht sogar noch nie in dieser Form. Auf diese Art, einen Menschen, der unter freiem Himmel wohnend oder auch obdachlos war, die letzte Erde zu erweisen, sollte uns mit Demut und dennoch gleichzeitig mit Stolz erfüllen. Demut zu haben vor dem uneingeschränkten Energiebündel Immanuel Joachim Seeger, der mit seinem fröhlichen Wesen immer ein offenes Ohr für Gerechtigkeit hatte und seit seinem Hiersein hier in Görlitz, damit dann so manch, an so ziemlich jeder Veranstaltung für Gerechtigkeit jeglicher Art, Montag für Montag auf dem Postplatz oder bei anderen Veranstaltungen sinnigen Charakters oder bei anderen Veranstaltungen einfach der Ansporn und der Kraftquelle war, so wie er uns begrüßt hat, wir können uns alle an ihn erinnern. Ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck und sich dadurch auch in unsere Herzen geschrieben hatte, wurde am 8. Juni diesen Jahres von unserem Schöpfer aus dieser Welt abgerufen. Und ja, selbstverständlich empfinden wir diese Abberufung als viel zu früh, wenn wir auf seine Lebensuhr schauen. Er war gerade erst seit dem Monat Juli des letzten Jahres in Görlitz unterwegs, hat sich in unsere wundervolle Stadt Görlitz verliebt und mit seinem liebevollen Charme, seinem wirklich hohen Intellekt und seiner zutiefst vorherrschenden Menschlichkeit, die ich hier einfach nochmal unterstreichen möchte und die man schon bei dem Wechsel der ersten Sätze mit ihm feststellen konnte, er hat sich dadurch in unsere Herzen geschrieben. Immanuel, zu dem die Ämter in den Städten, in denen er unterwegs war, naja, die Bezeichnung Obdachloser übrig hat, war ein, so wie er selbst immer wieder sagte, ein Mensch freien Willens, unter freiem Himmel wohnend und schlafend, einmal auf dem Rücken und zweimal auf der Seite. Mit dem freien Blick in den Himmel und im guten Kontakt zu Mensch und Tier, in der freien Natur, sowie dem Willen unseres Schöpfers untertan. Entschuldigt. Liebe Kinder, war ein gläubiger Mensch, wie wir ihn in so manchen Kirchen suchen und nicht so oft finden. Eine Kirche war für ihn auch nicht die Form, Gott zu finden. Sie war für ihn lediglich eine Institution oder auch Organisationsform zur Einbindung gläubigen Lebens. Und wie recht er damit hatte, darf jeder für sich hier selbst entscheiden. Eigens hinterfragen, welche innigen Freundschaften er, unser Joachim, an welchen Orten wohl er gefunden hat. In einer Kirche oder aber auf der Straße. Immanuels Gotteshäuser waren die Herzen der Menschen, die ihm zuhörten, die ihm Glauben schenken, die ihn akzeptierten, so wie er war, die sich gerne mit ihm unterhielten, ohne dabei die Nase zu rümpfen oder ihn nachfällig behandelten.
Ihr alle, denke ich, seid seine Freunde gewesen. Ich persönlich hatte diesen urigen Schwarm in seiner Eigenheit mit all seinen Ecken und Kanten irgendwie sehr gern. Wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen, die ihn kennenlernen durften. Ich weiß es nicht, ob es auch Menschen gibt, die von dem Inhalt dieser Feierstunde erfahren und im Stillen denken werden, solch eine Hommage an einen Obdachlosen. Diesen Personen sei gesagt, Immanuel Joachim Seeger war alles andere, aber kein Obdachloser. Okay, er hatte keine feste Wohnung. Manchmal auch nicht die allerbeste Kleidung, aber der Baumulation legte immer große Werte auf, seine Körperpflege regelmäßig durchzuführen. Er war kein Mensch, der sich bettelnd durchs Leben schlug. Nein, das war er nicht. Wenn man seine offene Art kannte, wie er also mit den Menschen um sich herum umging, egal ob er sie kannte oder nicht, dann wusste man auch, dass er sich überhaupt nicht verstellen musste. Sehr geradeaus mit seinen ganzen Bekenntnissen. Wir kennen ihn dazu. Joachim war einfach offen, ehrlich, herzlich und vor allem ein lebenslustiger, ein fröhlicher und ein leuchtlich liebevoller Kerl. Ja, sicher hat er sich auch anders benommen. Einige werden es wissen, aber wir sind hier nicht auch so aufbrausend mitunter. Es ist nicht menschlich, wenn uns etwas gegen den Strich geht, dass wir dann so wahrnehmen. Wir sind alle nur Menschen auf dieser Welt, mit allen Fehlern, Ecken und Kanten, die wir haben, dürfen wir ihm kaum gleichgestellt sein. Er war nichts anderes, er war ein Mensch. Von seinem bisherigen Leben hat er uns nie wirklich eine konkrete Vorstellung gegeben, sondern immer nur Auszüge dessen in mehreren Passagen wissen lassen. Ein wenig neugierig dürfen wir sein und deshalb werden wir nun gemeinsam in eine kurze Biografie eintauchen, um unseren Immanuel Joachim Seeger, bevor wir ihn dann nach Schleswig-Holstein verabschieden, etwas näher kennenzulernen. Schleswig-Holstein wurde dann eingesetzt bei seiner Mutter und Frau. Geboren also am 26. April 1961 in Göppingen, als erstes von fünf Kindern seiner Eltern Erika und Immanuel Seeger, erlebte Immanuel Joachim eine tolle Kindheit. Direkt nach seiner Geburt wurde er getauft und im christlichen Sinne erzogen. Die ersten fünf Lebensjahre bekam er vier Geschwister an seine Seite gestellt. Ob er es wollte oder nicht, es waren alle Schwestern. Doch aber auf jede einzelne seiner Schwestern war er stolz. Und er sorgte sich natürlich auch um sie. Auch wenn die Interessenlage zwischen ihm und seinen Schwestern schon gewisse Unterschiede zutage. Als Kind wurde Joachim bei Freudenstadt im Schwarzwald groß und genoss durch die Wohnlage am Waldesrand den direkten Zugang zur freien Natur. Er lebte alles, was feuchte und fleuchte. Ja, er war daran interessiert, wie die gesamte Schöpfung so in dieser Natur miteinander umgeht und in sich perfekt war. Dazu benötigte er jedoch keinerlei Aufklärung. Im Thema damals noch zugewandte Politiker oder anderer Menschen. Seine liebe Mutter Erika und Vater Immanuel brachten unserem Joachim all das bei, was er darüber wissen musste und konnte. Und das tierische Miteinander lernte er bei seinen tierischen Freunden, den beiden Fox-Terriern, die zur Familie gehörten. Um sich sportlich fit zu halten, war er ständig auf dem Bolzplatz unterwegs oder spielte zu Hause zwischen Wohnhaus und Scheune mit seinen Schwestern Fußball oder gar Tischtennis. Im Jahr 1967 dann wurde Joachim eingeschult, um dann am Ende die Schulbildung mit dem Stand der Realschule abzuschließen und
im Anschluss daran eine Lehre als Feinwerkelektroniker zu absolvieren. Danach folgte dann der Grundwehrdienst bei der Bundeswehr und ein paar Jahre später folgte er seinem Drang, studieren zu wollen, um einen Abschluss als Diplom-Ingenieur für Fernmeldetechnik sein eigen nennen zu können. Ein gebildeter Mensch also. Ein Obdachloser? Keineswegs. Noch während des Studiums verliebte er sich über beide Ohren und nutzte dies leicht dazu, den Bund der Ehe zu schließen. Ein überhitztes Unterfangen, wie er dann 2 Jahre später bei seiner Scheidung schwerlich feststellen musste. Aber Immanuel, er war ein Sohn. Er wollte eine gewisse Ordnung in seinem Leben haben und er versuchte alles daran zu setzen, dass nichts, aber auch gar nichts aus dem Ruder lief. Also zumindest bis dahin. Ihm ist es bedauerlicherweise auch nicht vergönnt gewesen, eigene Kinder zu haben, obwohl er sehr, sehr gerne welche gehabt hätte. Nach dieser Scheidung jedoch kam es nur noch einmal zu einer festen Bindung, die er auch wieder sehr ernst nahm und dabei erneut enttäuscht wurde. Dies führte dann wohl zu einem Riss durch seine gesamte Seele. Das Vertrauen in die Menschheit ging etwas verloren. Und ja, er trat auch aus der evangelischen Kirche aus. Er versuchte sich dann in allen nur möglichen Glaubensrichtungen neu, was dann auch dazu führte, dass er sich während seiner gesamten Lebenszeit bei den Baptisten, bei den Mormonen und selbst bei Scientology einer erneuten Erwachsenentaufe unterzog. Ich denke, er war einfach auf der Suche. Die Suche nach dem für ihn richtigen Weg und er ließ sich aufgrund seiner herben Enttäuschung seines wirklich bisherigen Lebens, was er bis dato dann nicht so toll im Erwachsenensein war, nichts erzählen oder gar verbieten. Jedes Mal machte er neue Erfahrungen, die zu einem gesteigerten Bewusstsein und einer Erweiterung seiner Menschenkenntnis führte und dazu diente. Währenddessen er diese Erlebnisse für sich verarbeiten musste, verdingte er sich als Ingenieur im Fernmeldewesen. Lebte ihn dafür sehr angemessenen Stil und ja, hatte so manche Begegnungen mit Menschen, die von sich dachten, etwas Besseres darstellen zu müssen. Das war für Immanuel immer wieder eine Situation, die er nicht gutheißen wollte, weil er getreu seiner inneren Einstellung lebte, dass alle Menschen gleich seien. Irgendwann war ihm dieses sogenannte bessere Leben dann wohl zu viel geworden und er verabschiedete sich dabei von seinem Beamtentum sowie von seinen 2 oder manchmal sogar 3 Mietwohnungen in verschiedenen Städten. Er kündigte also diese Wohnungen und auch seinen Posten als Beamter bei der Telekom. Wir würden sagen, er hatte die Faxen dicke. Ja? Und er wollte aussteigen. Er wollte aussteigen aus diesem System, das ihm nicht mehr zusagte, wie so manche andere Menschen. Allerdings auch zum Leidwesen seiner Verwandten, die ihn immer noch und bis zuletzt auch sehr gern hatten. Als im Jahr 1986 sein Vater verstarb, so war es ihm wichtig, dass seine liebe Mutter versorgt war. Denn Immanuel machte sich nun auf den Weg in eine andere Stadt, strandete in Heidelberg, wohnte und lebte nun bei einem Bauern in den Scheunen und bezahlte dies mit seiner Arbeitskraft auf dem Hof und Feld ganz nach seinen Vorstellungen. Auch wenn er es nicht selbst schaffte, seinen Wunsch, sich um seine Mutter zu kümmern, umzusetzen, so fand er Mittel und Wege, um seine Schwestern vollständig darin einzubinden. Manches Mal waren es auch ureigene Ideen, die er dazu benutzte. Doch auch andere Menschen sahen seine Lage und fanden Mittel und Wege, unseren Immanuel wieder auf Kurs zu bringen. So war es sicherlich auch kein purer Zufall, dass er einen Pfarrer aus Osnabrück kennenlernte, von dessen Verhalten den Menschen gegenüber es
dieser Pfarrer an den Tag legte, der sehr beeindruckt war. Und das führte dann sogar so weit, dass er wieder in die evangelische Kirche eintrat und bei des Pfarrers Umzug einen Mitzug machte. Oder mehr oder weniger bei der Stellenumsetzung des Pfarrers nach Paderborn ganz einfach mitgezogen ist. Diese intelligente Glaubensstütze an seiner Seite wollte er nicht wissen. Er fing nun wieder an, ihm geläufige Kirchenlieder auf der Straße zu trällern und seine Freude über positive Ereignisse, die er dann erlebte, in seinen Gesichtszügen erkennen zu lassen. Wir erinnern uns alle noch an den Emanuel, wenn er vorne stand, uns anlächelte, uns beklatschte. So war es auch eine große Bereicherung für Joachim, als er wieder einmal, wie er sagte, auf dem Planeten Erde und dort in Paderborn seine Runde zog, als ihm Elke über den Weg lief. Das erste Gespräch muss wohl ähnlich dem eines Seelenverwandten gelaufen sein. Seelenverwandte nämlich spenden gleichermaßen Trost und Freude und es besteht eine Verbindung, die man kaum erklären kann oder mit Worten wiedergeben. Helge war nun immer für Joachim da. Ja? Wusch seine schmutzige Wäsche, lud ihn zum Essen ein, machte ihm ein warmes Bad und vieles mehr. Sieh den Hut bei einem Menschen wie dieser Elke, die unserem Joachim Anerkennung, Zuneigung und vieles mehr, ohne irgendeine Gegenleistung zu erwarten, einfach zukommen ließ. Es müsste mehr Menschen geben wie Elke. Im gemeinsamen Gespräch mit Elke offenbarte sie mir so einige Wesenszüge von Joachim. Sie sagte, und wir wissen es, weil wir ihn so erlebt haben, er konnte sich an ganz kleinen Dingen, eigentlich an ganz banalen Dingen, so unendlich, so viel freuen, dass ich mich beschenkt gefühlt habe, ihm Unterstützung sein zu dürfen und um ihm damit geholfen zu haben. Meine Freundin ist halt unter uns. Ihr dürft sie gerne kennen. So besuchte sie unseren Joachim öfters in Görlitz, stieg also in Paderborn mit ihrem Fahrrad und der frisch gewaschenen Wäsche für Joachim in den Zug, um mit mehrmaligen Umstiegen, die sie bewältigen mussten, von einem Regionalzug also in den anderen, schließlich nach ca. 11 Stunden und manchmal mehr, das Ziel Görlitz und somit ihren Seelenverwandten zu treffen, um ihnen die Wäsche zu bringen, Ausflüge mit dem Fahrrad zu unternehmen. Kurzum, um ihm für die Zeit ihres Daseins eine treue Stütze und wohltuende Begleitung sein zu dürfen und sich natürlich mit ihm gemeinsam über all das Erlebte, was er jeden Tag auf unseren Straßen involvierte, zu erfreuen. Menschen dieser Art als Freunde an seiner Seite haben zu können, zeugt von mehr Reichtum als die irgendwelchen hohen Geldbeträgen auf einem Girokonto. Joachim lebte in dieser Erkenntnis und es war ihm immer bewusst, dass sich dadurch eines wahren Schatzes bedienen zu dürfen. Eines, was wir noch wissen müssen, ist, dass er seine Familie und diese ihn sehr geliebt und vermisst hat, ebenso wie seine Freundin Elke in der Farbe. Menschliche Gefühle spielten bei Joachim eine ganz große Rolle, auch wenn er mitunter die Angewohnheit hatte, nicht alles zu offenbaren, nicht über alles zu reden, also nicht alle Gefühle über einzelne Personen preiszugeben. Seht es ihm nach, aber er hatte euch mit Sicherheit erlebt. Es gelang ihm aber auch nicht wirklich dann, diese inneren Gefühle zwischen seinem Seelenzustand und seinen Gesichtszügen wieder. Es gelang ihm nicht wirklich, diese wirklich jeden Tag
unter den Bedingungen, die er, wir wissen das, gelebt hat, wiederzugeben. Naja, wir, die wir hier sind, vermochten diesen Zustand der Normale zu erleben. Was wir nicht geahnt haben, war der Zustand seines Körpers. Ohne darauf näher eingehen zu wollen, sollten wir erfahren, dass unser Schöpfer ein Einsehen hatte mit unserem Immanuel Joachim Seger und ihn dann am 8. Juni diesen Jahres von dieser Erdenwelt abrief, um seine Seele vom Diesseits ins Jenseits zu holen. Es verursacht in uns allen eine Traurigkeit, aber auch eine Freude, ihn gekannt zu haben, sowie ein wenig Zeit, und sei es am Montag gewesen, mit ihm dann verbracht zu haben, ihm an so manchen Stellen eine Hilfe oder Stütze gewesen zu sein. Es liegt nun an uns, diese Gedanken daran zu bewahren und zu pflegen. Nach dieser Feierstunde wird unser Immanuel Joachim Seger in seiner Urne den Weg zu dem elterlichen Grab in den Ort Hochhorst in Schleswig-Holstein antreten, um dort beigesetzt zu werden und im Schoß der lieben Mutter seine letzte Ruhe zu finden. Was er uns hinterlässt, ist die Erinnerung an einen wunderbaren Menschen, der von seinen Freunden und guten Bekannten geliebt und von seinen Antagonisten zu Unrecht verachtet wurde. Eine Erinnerung, die ihn für uns alle unvergessen machen wird. Liebe Ruhe, Joachim, und erhalte uns durch diese Erinnerung an dich die Achtung für solch einen Menschen, wie du einer warst. Du weißt selbst, dass es bei Gott viele Wohnungen gibt und dass du bei deiner Ankunft an dieser ewigen Stätte deinen Dauermietvertrag mit Empfang nehmen kannst. Schlage ihn nicht aus. Und lasse dich auf dieses Angebot ein, denn das ist es, auf was du zu Lebzeiten mit deinem unerschütterlichen Glauben auf dieser Erde hingearbeitet hast, eben dieses Leben in der Ewigkeit genießen zu dürfen. Sei gewiss, Gott hat dich lieb und wir alle hier werden dich nie vergessen. Amen. Liebe Freunde und Gäste, in Anbetracht seines tiefen christlichen Glaubens möchte ich mit Ihnen einladen, zum Abschluss dieser Feierstunde ein Vaterunser für unseren Immanuel Joachim beten, das evangelische Vaterunser. Und so bitte ich Sie dazu, sich zu erheben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
unterstreicht, wie wir ihn verabschieden wollen, in Würde. Wir kennen ihn alle, wie er uns begrüßt hat, mit einem Beifall. Er hat uns beklatscht. Und so, wie er uns begrüßt hat, so wollen wir ihn verabschieden. Wir wollen ihm einen Beifall zollen und danach in seiner Oma auf Wiedersehen sagen, lebe wohl, um dann diesen Raum zu verlassen. Danke, dass ihr da wart.
Thank you.